Moin, Flexdoc hier. Über gesundes Arbeiten und Zocken wurde schon viel geschrieben und berichtet, viel Blödsinn, auch viel Wahres. Eine Screenbar bzw. eine gute Beleuchtung am Arbeits- bzw. Zockplatz gehört ganz bestimmt dazu. Dass eine gute Beleuchtung aber auch für ein besseres Aiming wichtig sein kann, haben wohl eher die wenigsten auf dem Schirm. Nach dem Intro stellen wir euch die Luxusvariante einer Screenbar vor, die BenQ Screenbar Halo. Was gehört optimalerweise an einen gesunden Arbeitsplatz bzw. Gamerplatz? Also überall, wo man mehrere Stunden am Stück sitzt. Klar, ein vernünftiger Stuhl und das ist eben kein Gamerstuhl, wie man vermuten könnte. Warum man seitliche Stützen am Rücken und an den Oberschenkeln wie beim Recaro-Sitz beim Gaming benötigen soll, ist eines der großen Rätsel der Menschheit. In der Regel wird man beim Zocken am PC nicht von Beschleunigungskräften durchgeschüttelt wie bei einer Rallye. Aus gesundheitlicher Sicht ist es vollkommen kontraproduktiv, stundenlang in der exakt gleichen Position eingepfercht zu sein. Aber es gibt natürlich nicht nur gesundheitliche Aspekte aus Arbeitssicht, sondern auch spezielle Anforderungen für Gamer. Zumindest für die Tryhards unter uns und genau darauf wollen wir hier auch eingehen. Kurz zum gesunden Sitzen. Die allgemeine Empfehlung lautet 90-Grad-Winkel, Beine aufrecht sitzen, kopfneutrale Position und Arme rechter Winkel. Was für ein Blödsinn. 8 Stunden am Stück so sitzen ist im höchsten Maße ungesund. Gesund sitzt, wer immer anders sitzt und sich zwischendurch immer wieder bewegt. Und da kann auch ungesundes Rumlümmeln dazugehören, Bein unterschlagen, Schneidersitz, halb liegend, kniend. Alles ist erlaubt. Hauptsache, es ist nicht zu lange in einer Position. Das gilt fürs Arbeiten, Surfen im Internet und so weiter und ist auch einfach durchführbar, wenn man einen geeigneten Stuhl hat. Was ist aber beim Zocken? Schlechte Nachricht. Hier ist es von Vorteil, immer möglichst in der gleichen Position zu sitzen. Also Arme im gleichen Winkel zum Tisch, Kopf zum Monitor in gleicher Höhe und so weiter. Da beim Aiming der wesentliche Teil unterbewusst passiert, ist es wichtig, dass Schulter, Arm, Handgelenk und Fingerbewegungen immer in der gleichen Art und Weise ablaufen können. Wir gehen hier jetzt nicht weiter ins Detail. Viele YouTuber wie Ron Rambo Kim, Scroove Gaming und Co. haben hier schon sehr gute Videos zu dem Thema gemacht. Um seiner Gesundheit einen Gefallen zu tun, sollte man sich in jeder Spielpause ein wenig bewegen. Ich zum Beispiel mache Kniebeugen oder mindestens Dehnübungen, wenn ich in PUBG in der Lobby auf das nächste Spiel warten muss. Ich renne nicht wie so ein kompletter Vollidiot durch die Gegend und haue jedem Spieler einmal ins Gesicht und ich präsentiere auch nicht meine neuesten für sündhaft teures Geld gekauften Dance Moves. Ich habe auch keine. Ich stehe auf, gehe auf meine popelige Gymnastikmatte von Amazon, die hinter dem Stuhl liegt, und mache Kniebeugen, Ausfallschritte oder sonst was. Ein weiterer immer wieder angeführter Punkt ist der Schreibtisch. Der sollte in der richtigen Höhe sein, am besten höhenverstellbar, sodass man auch im Stehen arbeiten kann. Nicht, weil im Stehen am PC arbeiten gesünder wäre, nein, ist es nicht, sondern um zwischendurch eine andere Position einnehmen zu können. Eine Stunde sitzen, eine Stunde stehen, immer mal wechseln, das ist gesund. Für den ambitionierten PC-Zocker also wieder vollkommen kontraproduktiv. Wir erinnern uns, immer gleiche Sitzposition für das Unterbewusstsein. Aber für alle Tätigkeiten und fürs Arbeiten sicher zu empfehlen. Und dann ist da noch das Licht bzw. das Umgebungslicht. Hier kann man auch gesundheitliche Gründe anführen, aber eben auch deutliche Vorteile fürs Zocken haben. Wir haben hier an jedem Gaming-PC und an jedem Arbeitsplatz eine Screenbar am Monitor, denn das ist ein richtiger Gamechanger. Für uns war also die von BenQ zu Testzwecken zur Verfügung gestellte Screenbar Halo nicht der Augenöffner, denn wir wussten bereits um die Vorteile von Screenbars an Monitoren. Wo liegen denn genau die Vorteile einer Screenbar? Schön, dass ihr fragt. In einem dunklen Raum sitzen und auf einen hell erleuchteten Monitor starren, erscheint vielen vielleicht als eine gute Hilfe, sich aufs Spiel zu fokussieren. Allerdings ist leider das Gegenteil der Fall. Der starke Kontrast von dunklem Zimmer in peripheren Sehen zum hell erleuchteten Monitor stresst unsere Augen dermaßen, dass sie innerhalb kürzester Zeit ermüden und das ist etwas, was man beim Zocken tunlichst vermeiden sollte. Weiter erkennt man schlicht Details, in unserem Fall hier Gegner, schlechter, wenn der Kontrast von Umgebungslicht zum Monitor zu hoch ist. Man kennt das vielleicht vom Nachtsautofahren, wie viel schwieriger es ist, die Schrift auf leuchtenden Anzeigetafeln zu lesen im Vergleich zu tagsüber bei Tageslicht. Also eine Screenbar. Eine Screenbar leuchtet den Bereich vor dem Monitor gleichmäßig aus, ist so eingestellt, dass man nicht teilweise direkt ins Licht guckt, wie bei einer Schreibtischlampe passieren kann und hat noch viele andere Vorteile. Speziell hier die Halo Screenbar. Zunächst einmal kann man wie bei den meisten Monitorlights die Helligkeit einstellen und das bis maximal 800 Lux. Okay, zusätzlich kann man aber auch noch die Farbtemperatur einstellen, also warmes Licht zu kaltes Licht. In diesem Fall hier bei der Halo Screenbar von 2700K bis 6500K.
Soweit alles noch recht normal für eine Screenbar. Kommen wir jetzt aber zum Luxusteil, speziell dieser Screenbar. Die Einstellungen werden hier nicht an der Lampe selbst, die oben sozusagen über einem ausgeklügelten Mechanismus am Monitor hängt, vorgenommen, sondern über ein drahtloses Bedienteil auf dem Tisch. Die Lampe wird also per USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC oder besser noch am Monitor angeschlossen und hat jetzt das Potenzial zu leuchten. Das drahtlose Bedienteil wird durch Batterien mit Strom versorgt, da das Bedienteil in der Regel nicht zu viel zu tun hat, dürften sie auch hier eine Weile halten. Hier am Bedienteil schaltet man die Bar dann ein. Mit dem Leuchtsymbol aktiviert man die Helligkeitssteuerung. Anhand der umlaufenden Anzeige sieht man dann die eingestellte Helligkeit und kann diese durch Drehen des äußeren Rings verstellen. Gleiches gilt für die Farbtemperatur. Links oben auf das Temperatursymbol drücken und dann über den Ring die Farbtemperatur einstellen. Im Prinzip braucht man das aber gar nicht, denn die Halo Screenbar hat einen eingebauten Lichtsensor, der das Umgebungslicht misst und die Bar selbstständig optimal darauf einstellt. Und das funktioniert in der Tat so gut, dass wir nie etwas manuell einstellen mussten. Durch das Aktivieren der automatischen Einstellung links unten findet die Screenbar immer die richtige Einstellung. Wenn man aber spezielle Vorlieben hat und gerne manuell einstellt, so kann man die Einstellung auch über das Herzsymbol als Favorit abspeichern. Aber wie gesagt, wir können die automatische Einstellung über den Lichtsensor wärmstens empfehlen. Während die eigentliche Screenbar den Bereich vor dem Monitor beleuchtet und Lichtreflexionen auf dem Monitor reduziert, so hat diese Halo Screenbar auch noch indirektes Licht. Dieses aktiviert man durch die untere Taste. Der Lichtsensor passt das Licht vorne und hinten im optimalen Verhältnis automatisch an. Das Backlight befindet sich hinten im Gegengewicht zur Monitorhalterung und beleuchtet im Prinzip die Wand hinter eurem Monitor und sorgt somit für eine indirekte Beleuchtung, um den Kontrast zur Umgebung zu verringern. Wobei wir wieder bei den eingangs erwähnten Vorteilen für Aiming und Detailerkennung sind, beziehungsweise im Umkehrschluss die schwerere Detailerkennung bei zu hohen Kontrasten von Umgebungslicht zu Monitor. Ähnliches kennt man von Fernsehern mit Ambient Light, bei denen das gleiche Prinzip genutzt wird, um die Augen zu schonen und Details deutlicher erkennbar zu machen. Auch an Leute mit Curved-Monitoren wurde gedacht. Ich bin generell kein Freund von Curved-Monitoren, aber es gibt da doch Fans draußen. Mit einem Adapter, den man einfach an der Halterung anbringen kann, wird der Abstand der eigentlichen Lampe zum Monitor vergrößert, sodass die Enden der Lampe nicht an die Curved-Ränder stoßen. Ich weiß nicht, ob die Anti-Reflexion-Geschichte hier dann noch funktioniert. Ich kann es auch nicht prüfen, da Gott sei Dank hier kein Curved-Monitor vorhanden ist. Die BenQ Screenbar Halo ist halt die absolute Luxusvariante unter den Screenbars und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wider. Mit 169 Euro ist sie vielleicht im Verhältnis zu so mancher Designer-Schreibtischlampe gar nicht mal so teuer, bringt aber ein deutlich besseres Licht für die Augen. Im Vergleich zu einfachen Screenbars ist sie aber natürlich schon teuer. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist: Braucht man sowas? Aus unserer Sicht eine Screenbar? Ganz klar ja. Wir haben seit Jahren an allen PC-Plätzen eine Screenbar und wollen nicht mehr anders. Muss es aber eine Screenbar für 169 Euro sein? Das muss jeder selbst entscheiden. Hat man aber eine Gaming-Maus für 170 Euro, eine Tastatur für 280, einen Monitor für 1000, einen PC für 4000, dann kann man sich schon fragen, warum man sich noch immer von der 27 Euro IKEA-Lampe blenden lässt. Macht mich eine Screenbar zu einem besseren Gamer? Nun ja, wenn wir mit einer GeForce X2 für 170 Euro gegen Tens, Taggleton oder Simple antreten, werden die uns trotzdem nass machen, auch wenn sie mit einem Bügeleisen spielen. Und so ist es auch bei einer Screenbar. Augen ermüden weniger, es ist gesünder und man erkennt Details besser. Nur treffen muss man dann immer noch selbst und am besten auch nicht da stehen, wo der andere hinzielt. Auch ein wichtiger Tipp von mir. Gern geschehen. Dankt mir später, am besten mit einem Abo hier am Kanal, liken, Glocke bimmeln und so weiter. Ihr wisst schon. Unser Fazit zur Halo Screenbar. Sie hat mit 169 Euro einen stolzen Preis, ist aber auch die einzige Screenbar, soweit wir wissen, mit Backlight und betrachtet so die gesamte Beleuchtung des PC-Arbeitsplatzes und nicht nur die Ausleuchtung von Tastatur und Maus, sondern hat auch Auswirkungen auf die direkte Monitorbetrachtung. Das drahtlose Bedienteil ist purer Luxus, aber sehr praktisch. Selbst wenn man nur einmal die Taste für die automatische Kalibrierung nutzt, mir persönlich würde auch ein automatisches Einschalten der Lampe beim Anschalten des PCs reichen und beim ersten Anschalten eine automatische Kalibrierung. Aber wenn man denn etwas einstellen möchte, dann muss man hier eben nicht an der Lampe rumfummeln. Alles in allem also eine runde Geschichte. Hat man das nötige Kleingeld und ist vor allem auch bereit, dies auszugeben, dann ist die Halo Screenbar von BenQ auf jeden Fall der Way to go. In diesem Sinne, Blackstock